Als Geisterjäger sieht man sehr merkwürdige Dinge, die man nicht auf Anhieb erklären kann. Hallo, mein Name ist John Kenzie und ich bin beruflicher Geisterjäger. Wenn Sie sich fragen, warum ich mich hier als Offsprecher aufspiele, sollten Sie wissen, dass ich Engländer bin. Alles klar? Seit einiger Zeit höre ich bösartige Geräusche aus dem Keller. Meine Angestellten und ich vermuten, dass es sich dabei um Geister handelt. Aus diesem Grund habe ich die Mystery Busters gebeten, meine Burg zu besichtigen und herauszufinden, worin die Ursache des Unheimlichen liegt. Es ist klar, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die der Mensch nicht erklären kann. Ich habe heute Morgen irische Kraftnahrung probiert. Widerliches Zeug. Als Geisterjäger braucht man viel Ausrüstung. Das Wichtigste ist eine Kamera, ein Laptop und natürlich ein Kassettenrekorder, der immerhin noch ein altes Benjamin-Blümchen-Hörspiel enthält. Oh mein Gott, ein waschechter Geist am Fenster! Langweilig. Hey, cooler Beat. Eine Zombiehand! Da! Ein Geist! In ihrer Burg konnten wir wirklich paranormale Aktivität nachweisen. Es gibt durchaus viel Gepolter in der Burg. Zudem wurde ich zweimal verletzt. Erst an der Hand und dann hat mir ein Geist auch noch mit einer Schaufel die Rübe eingehauen. Außerdem habe ich einen unheimlichen Lichtstrahl gesehen und einem Geist die Schaufel über die Rübe gezogen. Und ich habe eine Zombie-Hand gesehen. Wir müssen zugeben, bei Ihnen spukt.
Nein! Babu.